Von wann ist die Nachricht? Januar, okay, alles klar. 12 Monate haben wir ja Zeit. Bitte kauf Eisen. Ja, Gott sei Dank. Die Geschäfte laufen sehr gut. Ich komme gerne hierher. Ja, komm, will ich nicht wissen. So, wieder im Plus, alles klar. Jetzt muss ich aber was gegen die Arbeitslosigkeit tun. Deswegen hier ein Kolosseum. Und ein Löwen. Ui! Jetzt sind die Wölfe bei uns eingefallen. Und die Feinde kommen auch noch. Alter, es wird gerade immer besser. Oh Gott, ey. Ja gut, der Gladiator, der kann sich noch ein bisschen verteidigen. Und schon hätten wir die Arbeitslosigkeit gedrosselt. Wo sind denn die Feinde? Oh, shit, was kommt denn da alles? Ach du mein großer Gott. Eieieiei, Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich den Angriff packe. So, ich muss jetzt mal kurz einen Turm hier hinsetzen. Aua. Ein Wachzimmer wäre auch von Vorteil. Ja, hätte ich vorher machen müssen. Egal, okay. Straße. Na gut, ob der jetzt jemanden findet, sei mal dahingestellt. Ich wag's zu bezweifeln. Alto Billy, ich glaube, ich krieg jetzt richtig aufs Maul. Es sei denn, wir kriegen hier jetzt ein... Ah, gut. Nee, nix es sei denn, wir kriegen richtig aufs Maul und es wird sehr, sehr wehtun. So, einmal bitte so. Alter Schwede. Leute, ich hoffe, ich überlebe diesen Angriff. Warte mal, könnt ihr nicht da oben hoch? Und von da schon mal Fernkampf und so? Ja, geil. Bitte haut sie einfach schon mal von da oben weg. Geil, die Bäume hier decken uns. Oh, ist das gut. Leute, das ist gerade richtig gut. Alter. Ist das gut, denn die hauen uns da hinten schon die Mauer kaputt. So, ihr mal bitte dahin, falls sie es schaffen sollten. Müssen nur hoffen, dass die Elefantenreiter noch hinten bleiben, denn das sind, glaube ich, auch Fernkämpfer. Ja, und schon kommen sie nach vorne. Ja, da sind sie durch. Nehmen wir schon die Spartaner-Taktik. Hier hinten, wo ihnen ihre Größe nichts nutzt. Und da ist unsere Verteidigung zusammengebrochen. Das bisschen, was ich Verteidigung nennen kann. Komm, rasiert sie. Oh, Leute, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen es, ja. Ah, das sieht sehr gut aus. Alter Schwede. So, Leute, jetzt habe ich, ich denke, ihr könnt es nachvollziehen. Ein bisschen Puls. Warte mal. So, hier mal ein Wachzimmer. So. Jetzt will der Imperator auch noch Holz haben. Jetzt hat er auch noch Wünsche, weißt du? Ich habe hier genug zu tun, mein Lieber. Aber gut, du bist mein Imperator. Ich versuche natürlich, dich so glücklich zu machen, wie es nur geht. So, einmal zurück zum Vor. Auch zurück zum Vor. Den Befehl habe ich gerade zufällig entdeckt. Ja, den gab es auch. So, Holz wird jetzt erstmal gehamstert. Dann, wir haben doch sowieso so viele Leute, die einen Job suchen. Dann dürft ihr natürlich gerne einen Job machen, wenn ihr wollt. Puh. Blöd, dass uns keine Nahrung abkauft.
Warte mal, ich schau mal kurz so allgemein, wie der Stand ist. So, der Imperator ist unzufrieden. Ja, gut, alles klar, weil wir so oft ins Minus geraten sind. Das ist schon nachvollziehbar. Da passt das. Eine Akademie könnten wir noch machen. Okay, Akademie merken wir uns vor. Und ein Theater. Oh, die Götter sind gereizt. Dann erstmal Party. Wo können wir denn noch ein Theater sinnvoll hinmachen? Machen wir es dahin. Und hier hinten noch eine Akademie. So, das dürfte auf jeden Fall schon mal das Problem der Arbeitslosigkeit ein bisschen reduzieren. Ceres ist böse. Oh, die komplette Ernte vernichtet. Ja, super. Ja, Mann, ey. Angestellte benötigt. Ja, welche Ironie. Ja, wo machen wir denn jetzt noch ein paar Angestellte hin? Wir könnten uns noch ein Sägewerk hier hinten gönnen. Dann gönnen wir uns noch ein zweites Sägewerk. So, nächste Party für den nächsten Gott, Neptun. Auch wenn wir den in dieser Mission, glaube ich, überhaupt nicht brauchen. Aber ich will überhaupt keinen Gott unzufrieden sehen. So, jetzt erstmal hier was für die Optik, damit wir hier mehr Platz haben. Zack, und schon ist alles besser. Hui! So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier doch mal ein bisschen... Oh, jetzt wird wieder geklaut hier. Ich glaube es ja wohl. Jetzt war ich wieder ein bisschen zu gierig und habe nicht aufs Geld geschaut. Ja, genau das passiert dann. So ist jetzt nur, wir haben jetzt erstmal keine Möbel als Exportware. Das heißt, wir sollten nicht so zu locker mit unserem Geld sein. Keine Möbel haben wir, weil wir natürlich das Holz hamstern und deswegen keine neuen Möbel produzieren können. Ich wollte gerade fragen, warum stehen jetzt hier alle und bringen die Ernte nicht weg? Also gut finde ich auf jeden Fall, Mamp habe ich erstmal genug. Das heißt, eine Hungersnot dürfte in nächster Zukunft nicht eintreten. Wolltest du sagen, hauen die ab? Nein, die laufen hier hinten hin. Ah! So, ich habe wieder eine leichte Arbeitslosenquote, aber das ist nicht schlimm. Solange die nicht zu hoch ist, ist alles gut. Ah, komm, Orakel muss jetzt nicht sein. Erstmal wieder aus den roten Zahlen rauskommen. Sehr schön. Und da sind wir schon aus den roten Zahlen raus. So, die Hälfte haben wir schon fast. Ich mache jetzt mal hier eine ganz einfache kleine Siedlung. Einfach, dass wir hier oben ein paar Arbeitskräfte hinkriegen. Ja gut, das hier hinten ist eigentlich auch ein bisschen Quatsch. So, wir machen aber nochmal... Na, ich will jetzt nicht Cäsar ständig verplänen, indem ich immer wieder in die Miesen gerate. Deswegen würde ich sagen, wir warten erstmal ein wenig ab, bis wir ein bisschen deutlicher im Plus sind. Dann wird auf jeden Fall ein weiteres Fort errichtet. Hier in die Mauer muss ich auch noch dringend verstärken. Hier habe ich nämlich nicht den Vorteil, den ich hier habe, dass ich diese Erhöhung habe und von da aus schießen kann. Komme ich hier überhaupt irgendwo hoch? Nee, ne? Könnte höchstens, wenn ich... Nee, das macht keinen Sinn. Hoffen wir einfach mal, dass der nächste Angriff von hier hinten kommt. So, Feinde sind vor den Toren der Stadt, aber das war's dann auch erstmal. Wenn wir die Welle überstanden haben, dann ist erstmal gut. So, wir machen hier noch eine Präfektur hin und einen Ingenieursposten. Nicht, dass uns hier irgendwas zusammenstürzt. Das muss nun wirklich überhaupt nicht sein.
Ja, der Turm macht's unattraktiv, schon klar. So, ein paar Plätzchen. Dann habt ihr auch da wieder Platz. Welche Ironie. Hallo, wollt ihr jetzt mal hier in den Turm anfangen zu malochen? Ja, sehr schön. Ein Turm ist besetzt. Das ist schon mal sehr gut. So, einer noch. Da kommt, glaube ich, gerade schon das letzte Stück Holz. Jawohl. So, und ab dafür. Und dann müssen wir nicht mehr hamstern und können die Rohstoffe auch nutzen. Sehr schön. Rom dankt uns. Super. Mehr Punkte. Unzufriedene Götter, ich bin doch schon dabei. Ich kann nicht 17 Brände gleichzeitig bekämpfen. So, wir brauchen auf jeden Fall mal... Ich glaube, wir brauchen für jeden Gott mal so langsam, aber sicher einen großen Tempel. Wer bist du denn? Ach, ein Wächter. Oh! Stimmt, der hier oben auf der Mauer steht. Jetzt so ein bisschen Export wäre schon geil. Damit wir auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen können. Was kostet ein kleiner? Ja, kleinen Tempel könnten wir theoretisch machen. Oh, 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 nee, das lassen wir. Ich will nicht in die Miesen geraten. Mit etwas Glück kommt jetzt der Karawane und kauft uns ein paar Waffen ab. 4 Stück hätten wir direkt da. Das wäre super. Ja, sehr schön. Geld, 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 Geld. Ach, sehr gut. Okay, dann machen wir hier erstmal eine Straße. Ach, wir brauchen Marmor. Und da sind keine Angestellten. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Gut, dann kommt der Laden da erstmal weg, wenn da sowieso keine Angestellten sind. Und wir machen dich hier hin. So, dann würde ich sagen, um die Götter nicht weiter und noch unzufriedener werden zu lassen, sollten wir dann entsprechend hier mal einige Tempel bauen. So. Und da kommt die nächste Armee. Und sehr gut, sie kommt genau aus der richtigen Richtung. So, liebe Trüppchen, dann ab an die Front. Und ihr wieder hier oben rauf. Ihr habt das vorhin so super gemacht. Dann schauen wir mal, was die uns alles entgegenwerfen. Weil meine Armee, also meine Personaldecke ist ziemlich dünn, um es mal so zu formulieren. Deswegen bräuchte ich zeitnah ein weiteres Fort. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich finanziell mal ein paar Schnitte sehe. Alter, wie viel kommen denn da noch? Meine Fresse. Wow, nee, 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 nee. Nein, schön zurück. Alter, ihr bleibt nicht da draußen stehen. Ja, so ist okay. So könnt ihr gerne bleiben. So, ihr nicht zu weit nach vorne. Dann schauen wir mal, was uns da entgegengeworfen wird. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Nahrung, muss ich sagen. Oh, und ich bin wieder pleite. Toll, da hätte ich auch das vorbauen können. Und wir haben die 2000er-Marke erreicht. Whee! So, liebe Ballisten, bitte reißt es. Oh, oh, ihr reißt es sowas von. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen schneller schießen würde, das wäre richtig geil. Ja, und wir, vor allem, wenn ihr nicht alle auf den gleichen schießen würdet. Das, da wärt ihr sowas von weit vorne. Ach, jetzt geht sogar der Präfekt raus. Ist das schön. So, wir gucken mal hier an die Front. Ohne Mist, das ist ein Paradebeispiel dafür, warum ich in sämtlichen Spielen, in denen man irgendwie eine Burg oder sonst was hat, auch Fernkämpfer stehe. Auch wenn die jetzt die Mauer, glaube ich, durchbrechen werden gleich. Wobei, hauen die jetzt ab? Ich glaube, die hauen wieder ab. Ja, sehr... Oh, ne, noch nicht. Noch sind hier ein paar Elefanten, die Rabatz machen.
Aber nicht mehr viele. Ja, die verziehen sich. Sehr schön. So muss das doch. Und siehe da, auf einmal haben wir wie von Zauberhand ein bisschen Geld übrig. Deswegen gibt es jetzt erstmal ein weiteres vor. Nämlich einen Trupp mit Wurfspeeren. Ach, ist das herrlich, ihr Lieben. Da haben wir es geschafft. Ich muss aufpassen. Ich baue mich hier gerade ungünstig zu. Deswegen, du kommst jetzt mal weg. Weil wir könnten noch eine weitere Möbelwerkstatt machen. Wir haben jetzt doch ein bisschen Holz übrig. So, was sagen denn die Götter? Ach, alle Götter sind glücklich. Das ist doch sehr schön. Okay, wir haben jetzt ein bisschen noch wieder das Arbeitslosenproblem. Das wird sich aber hoffentlich zeitnah geben. So, wir könnten eine Geschirrwerkstatt machen. Allerdings hätten wir dann nur noch mehr Bevölkerung erst einmal. Müssten wir schauen, inwieweit das denn Sinn macht. Ich muss jetzt erstmal hier in den Lagerhäusern, dass wir keinen Mampf annehmen. So, was können wir überhaupt für Farm machen? Nur Weizen und Gemüse, ja, alles klar. So, das mit dem... Warum wird denn jetzt hier wieder geklaut? Mann, ey, ich dachte, wir verstehen uns hier alle. So, da kommt das Forum mal weg. Das mache ich stattdessen mal... Wo war es denn da? Genau. Hier hin.